Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Starkiller für Videospielplatz.eu. Und wir haben heute wieder ein Unboxing und diesmal was ganz, ganz Feines. Und zwar Bloodborne in der Nightmare Edition. Das neue Spiel von den Machern von Dark Souls und Demon Souls. Diesmal wieder exklusiv für die PlayStation. So wie es die Demon Souls früher für die PlayStation 3 war. Ich bin sehr gespannt auf diese Edition und auf das Spiel und ja, habe mir das in der Nightmare Edition bestellt und sieht schon ziemlich schick aus. Schauen wir mal, was wir drin haben. Wir haben zum einen das Steelbook inklusive dem PS4-Spiel. Wäre auch blöd, wenn das PS4-Spiel nicht drin wäre. Dann haben wir das Gothic-Notizbuch, den digitalen Soundtrack, ein Artbook. Ein Schreibfeder und rote Tinte Set, was sehr schick ist. Den Glockenhänder, Anhänger und eine Metallverpackung. Zusätzlich noch das Zylinderboten-Charakterdesign, was man, glaube ich, im Spiel dann anwenden kann. So, dann wollen wir das Ganze mal aufmachen. So, mal sehen, ob ich den Kleber hier direkt abkriege. Sieht gut aus. Na, komm. Na. Holen wir die Dinger hier mal raus. Na, komm schon raus hier. So. Bisschen aggressiver dabei. So, kleben das hier so um, machen das einmal auf und sehen die ganz schicke Metallhülle, die wir jetzt erstmal versuchen da rauszubekommen. Das machen wir am besten so rum. So, befreit. Schauen wir uns das erstmal an. Oben geht schon alles auf. Hilfe! Ah, so. Das ist super schick. Metallhülle, die in der Form eines in Form vom Bücherrücken gestaltet ist. Also man kann sich das Spiel perfekt in den Schrank stellen. So, und hier machen wir dann die Klappe auf. Da haben wir zuerst das Spiel in der Metallhülle. Holen wir mal was raus. Darunter war auch direkt der lade dir das Zylinderboten-Charakterdesign herunter. Gutscheincode, gut, dass ich es rausgeholt habe. Den lege ich mal hier zur Seite. So, nehmen wir die Steelbooks-Edition. Ja. Sogar mit, da es ein Steelbook ist, auch offiziell mit Rückenbeschriftung, sodass man sich das auch theoretisch einzeln in den Schrank stellen kann. Sagen wir das mal als erstes auf, weil das meistens das Unspannendere ist und immer die Codes drin sind. Dann haben wir das nämlich auch von den Füßen. So. Und da war dann der Soundtrack-Code drin, den tue ich auch mal zur Seite. Schauen wir mal, was wir noch an Codes haben. Nichts. Wir hatten quasi eine Kurzeinleitung. Und der übliche Hinweiskram und halt die Spiele Blu-ray. So. Und die Hülle ist echt schick. So. Na, fokussier dich. Komm. Ja, sehr schön. Sehr geil. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir das Artbook. Ein kleines Artbook. Da haben wir dann, wie wir sehen, den Prolog drin, die World, Characters, Weaponry und Beasts and Other Nightmares.
ein bisschen durch, Characters. Sehr schick. Sehr klein, aber sehr schick. Ist immer sehr, sehr, sehr cool. Legen wir mal zur Seite. Dann arbeiten wir uns langsam hervor. Als nächstes haben wir das Bloodborne-Notizbuch. Das ist halt ein sehr schönes Notizbuch, wo man dann auch mit dem, was da noch so drin ist, quasi Notizen verfassen kann. Sehr schick. Gefällt mir sehr gut. Auf zur nächsten Ebene. So, hier haben wir dann quasi, tun wir schon mal das Innenteil weg. Ja, komm. Hier haben wir jetzt, glaube ich, den, kann man das sehen? Ja. Hier haben wir den Anhänger drin. Oh. Ganz schick. Kann man sich irgendwo hinstellen. Kann man auch mit Glocken. Ziemlich witzig. Sehr schick. Können wir hier mal wieder rein. So. Und jetzt kommt das Kernstück des Ganzen hier. Ich mal das auch raus. So. Stellen wir das mal ein bisschen nach hinten. So, auch wieder im Bloodborne Design. So, hier nochmal die Box ohne Plastikverpackung. Bloodborne. Wie wir hinten drauf sehen, ist das das Quillset. This item is not a toy. Merken wir uns schon mal. Dann wollen wir hier mal. Sehr, sehr schick. Seht ihr das? Wow, die Edition lohnt sich echt. Hier sind quasi, ist quasi die rote Tinte. Die rote Bloodborne-Tinte. Na los, Kamera, stell dich scharf. Na komm, meine Hand scharf stellen. Ja, perfekt. Die rote Tinte. Dazu noch verschiedene Spitzen für die Feder. Ah, ich lasse das jetzt mal da drin. Also wie ihr sehen könnt, das sieht sehr, sehr schick aus. Das ist die rote Tinte, verschiedene Stärken von den Schreibköpfen und hier quasi den Quill, die Feder dazu, wo man die Spitzen drauf tun kann und dann mit schreiben kann. Und das ist der Behälter für die Tinte, wo man dann auch die Feder reinstecken kann und mit Tinte quasi vollladen kann. So, reihen wir das hier mal schön auf. Kann man das erkennen? Ne, ist zu spiegelt zu sehr. Haben wir das quasi so. So. Das ist der Anhänger gewesen, genau. Die coole Box. Dazu noch das Notebook.
quasi. Ja, das war auf jeden Fall die Bloodborne Nightmare Edition. Der Inhalt hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich finde das auch sehr geil aufgemacht, dass man das super gut in den Schrank stellen kann. Ich werde das Spiel jetzt auf jeden Fall ausgiebig zocken. Unter anderem auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne mal zugucken. Der Link dazu ist twitch.tv/videospielplatz.eu. Ja, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Falls euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlasst. Wenn es euch nicht gefallen hat, ist es natürlich auch okay, einen Daumen nach unten zu hinterlassen. Falls es euch nicht gefallen hat oder falls es euch gefallen hat, hinterlasst auch bitte einen Kommentar, warum. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und ich wünsche noch einen schönen Tag und viel Spaß bei Bloodborne. Das war euer Starkiller für Videospielplatz und EU. Macht es gut!